Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost Planet 3. So, wir sind auf dem Weg in unser Mech gewesen, wo wir jetzt auch sind. Und jetzt geht's ab nach draußen. Aha. Wir können die Musik auch umstellen, cool. Boah, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Oh. Hä? Doch, jetzt geht's. So. Deine Pistole hat stets unbegrenzte Munition. So. Okay, kleines Problem. Offenbar sind die Panzertüren komplett zugefroren. Du musst die Hydraulikzylinder der Tür mit deinem Gabelarm aufhebeln. Die Zylinder sind auf beiden Seiten der Wand da. Ah ja, okay. Da müssen wir näher rangehen. Ach, kein Problem hier. Okay, das sollte reichen. Panzertüren öffnen. Vorsicht da draußen. So. So, das ist nur so eine kleine Hütte. So, da müssen wir hin, da ist schon unser Ziel. Und wir müssen den Mech verlassen. Aha. Und wie... Ah, mit... so? Aha. Doch kein Tutorial. Naja. Ich bin hier, Leute. Ein Glück, dass ihr auf einem massiven Vorsprung gelandet seid. Ist jemand verletzt? Unsere Lebenserhaltungssysteme sind aus. Und wir können etwas Luft gebrauchen. Sieh dir mal den Auslass des Wärmetauschers an. Der muss kaputt gegangen sein. Wärmetauscher? Ah, da unten. Ja, ich kann ihn sehen. Die Abluftschläuche sind total verheddert. Sekunde, ich will mal sehen, was ich tun kann. Okay. Die Lebenserhaltungssysteme laufen an. Danke, Jim. Du hast uns gerettet. Okay, Leute, haltet durch. Die Rettungsteams sind bald hier. Danke, Neuer. Ich mag dich jetzt schon mehr als Lavosch. Und was war das? Das ist ja cool. Können wir uns hier überall so rumschwingen mit dem Enterhaken hier. Wow. Wow. Alter. Trefft das gar nicht so. Hallo? Zieh doch mal richtig. Krass. Da kommt noch einer.
So. Lad nach, lad nach. Komm zu dir rauf. Wow, das hätte ich vielleicht doch nicht tun sollen. Wow. Oh, oh. Oh, da gibt es eine neue Knarre. Okay, wechseln. Oh, cool. Eigentlich ein Maschinengewehr. Da habe ich schon sehnsüchtig drauf gewartet, dass sowas kommt. Im Laden konnte ich mir ja leider keins kaufen. Alter Schwede. Noch ein Audiolog. Nevek, Überlebenstipp Nummer 1. Lernen Sie alles über Stürme. Stürme sind nach einzigartigen Eigenschaften in 5 Klassen eingeteilt. Nach Schwere sortiert sind dies in aufsteigender Reihenfolge Kanzler, Kardinal, Bischof, Monarch und Imperator. Mehr dazu finden Sie auf Seite 158 Ihres Nevek-Einsatzhandbuchs. Prägen Sie sich die Unterschiede ein. Kein unnötiges Risiko. Informieren Sie sich. Muss ich hier jetzt nicht irgendwo weiter? Oder was ist unser Ziel hier jetzt? Kann ich da runterfallen? Ich kann da runterfallen. Wäre nicht so schön. Da hoch irgendwo? Da hoch vielleicht? Da oben? Da hoch. Ah, müssen wir drauf schießen. Spezialkomponente. Was auch immer das sein mag. Okay, Akriden. Wo? Oh, ach, da oben. Boah, aber ich will erst hier nachgucken. Hier muss auch noch irgendwas sein. Ah. Wir sammeln erstmal schön die T-Energie ein hier. So. Da können wir auch hoch. Ich dachte, das können wir auch machen. Ah, mein Mech. Ihre wichtigste Aufgabe, uns mit T-Energie zu versorgen. Ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Boah, wir müssen ja einen Auftrag hier nach den anderen erledigen. Wir haben, kriegen ja gar nicht mal so eine Pause oder so. Heftig, heftig. Aber egal. Wir geben dem natürlich direkt mal nach. Einfach, weil wir was können. So, da lang. So, auch ein... Oh. Hi, Gracie. Hab deine Nachricht bekommen. Und die Musik. Super Idee, danke. Ich bin da. An einem Stück wäre übertrieben, aber wir haben es geschafft. Mir geht's gut. Ich gewöhne mich ein. Ja, alles kein Grund zur Sorge. Wir gewöhnen uns wohl besser dran. Schreib mir weiter, okay? Erinnere mich dran, warum ich das hier mache. Ich vermisse dich.
So, da haben wir mal eben unserer Freundin auf der Erde eine Nachricht geschickt. Muss ja auch mal sein. Okay, ich befürchte Schlimmes. Aha. Alter Schwede, sieht ja... Einmal gerade gucken hier. Krass. Sieht ja schon geil aus, ne? Aber wir könnten hier auch noch mal gerade... Ach, ich komme hier nicht... Ich kann hier nicht aussteigen, okay. Aha, da müssen wir anscheinend durch. Falscher Knopf. Der auch, hä? Welcher war es noch mal? Ach, der. Ach, ja. Schön. Hä? Komme ich da nicht durch oder was ist hier los? Ah. Einmal mit dem Bohrer ran. Kommen doch jetzt, ich dachte, die kommen hier hin. Oh Gott. Ich befürchte, die laufen vor irgendwas Größerem weg. Und das ist natürlich für uns schlecht. Delta Station, ein neuer Sturm der Imperator-Klasse kommt aus dem blinden Sektor Nord-Nord-Ost. Sie haben 2 Minuten, um die Sturmtore zu schließen und in den Hangar zu kommen. Gehen wir. Okay. Oh oh. Ich will da nicht rein. Sturmwarnung. Muss ich da reingehen? Na, wir müssen da lang. Hat er das nicht gehört? Sein Mech gibt ihm Sturmwarnung und alles und er sagt nichts und tut nichts und... Boah, übel, aber laut wird's ja auch gerade voll. Was? Und hell? Alter, boah, Na, klasse. Das soll wohl ein Witz sein. Du wolltest ja nicht hören. Boah. So. Alter, das ist gar nicht so einfach. Daneben. Nee, doch nicht. Krass. Das werden jetzt aber nicht noch mehr, oder? Ich befürchte doch. Wow. Okay, es hat nicht so gut geklappt. Oh, ich werfe gleich natürlich noch eine. Na komm, put. Wow.
Ah, hochkonzentriert hier gerade. Sorry, wenn ich ein bisschen wenig rede. Uah. Ja, nimm das. Boah. Aua. Geht doch, alter Schwede. Ach, die habt ihr auch noch. Aua. Ey, ich dachte, der springt auf mich. Lad doch nach, lad nach. Aua. Wow, ich bin hier voll aufgeschmissen. Ich glaube, ich treffe die Biester auch nicht richtig. Lad nach und schieß. Was ist das? Aua. Oh, Mist, ey. Ich verpasse das immer zu drücken. Sind die jetzt weg? Nein, die kommen immer noch wieder. Alter, was für ein Kampf hier, ey. Oh, der hat's hinter sich. Gott sei Dank ist nur noch einer. Erwisch. Du sagst nicht, es kommen jetzt noch mehr. Wo ist mein Mech? Ist jetzt wieder aufgetaut? Kann ich jetzt wieder rein? Ah, ich kann den freischießen. Und da kommen noch mehr. Na klasse. Wäre ich da mal von vornherein drauf gekommen. Das Eis kam mir gleich sofort so aus, als könnte man es kaputt machen. Rein in den Mech. So, jetzt können die Biester mir gar nichts mehr. Ey, du. Verdammt. Ich dachte, ich könnte es packen, ey. Jetzt haut er ab, ne? So, wo müssen wir nochmal lang? Ach ja. Erstmal, danke fürs Zusehen. Euer Miggy D. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.